Um ein Porträt zu zeichnen, brauchst du natürlich auch das Wissen um die Binnenformen wie Auge, Nase, Mund. Und hier zeige ich dir, wie du den Mund von der Seite zeichnest. Darüber siehst du den Mund, wie er von vorn aussieht, Frauenmund, wie man sieht. Und da solltest du dir Gedanken machen, was ist der Unterschied von einem Frauenmund zu einem Männermund, Frauenkinn, Männerkinn. Und das kannst du ganz gut als Bleistiftzeichnung und deine Detailzeichnungen in das Skizzenbuch zeichnen. Hat dir mein Video gefallen, lass ein Like da. Und hier sprach Gerhard vom Kanal Kunst geht so. Wir sehen uns zum nächsten Video. Klick den Link, wenn du das ganze Video sehen magst. Bis dann. Adios.